Ja, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, Landtagsabgeordnete werden. Bevorzugt werden natürlich Leute gesucht, erstmal in Köln und auch in Düsseldorf natürlich, weil in Düsseldorf ist der Landtag, in Köln haben wir hier so den Bundessitz der Partei des Gemeinwohls, PDG. Hier finden Sie die Partei, in der Linkliste unten in der Infobox finden Sie viele Links. Die Partei des Gemeinwohls, PDG, die Kompetente, .beepworld.de können Sie hier direkt anklicken unten in der Infobox und können sich einlesen, können auch die anderen Links anschauen. Also, ja, wenn Sie langfristig Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und so weiter werden wollen, für die erste gute Partei der Welt, ja, dann melden Sie sich, und besonders also in Köln, Düsseldorf, Saarbrücken, Kiel, Hannover, das sind die nächsten dort werden die nächsten Landtage gewählt sozusagen. Und natürlich in ganz Deutschland. Sie können sich natürlich aus ganz Deutschland melden, aber natürlich wäre es gut, wenn wir auch aus Köln, aus Düsseldorf, aus Saarbrücken, Kiel und Hannover auch ein paar Leute hätten, die dort direkt vielleicht auch dann die entsprechenden Landesverbände gründen wollen und so weiter, ja. Und dann zeige ich Ihnen jetzt nochmal hier die Homepage. Ach so, ich bin jetzt hier falsch, glaube ich. Ich muss jetzt hier hin. Das ist die Partei des Gemeinwohls. Und Sie können auch direkt mit uns sprechen, indem Sie dann hier die nächsten Parteitalkshow-Termine. Das können Sie aber auch alles hier anklicken. Ah ja, das Gütesiegel, das gehört auch zum Gütesiegel des Wahren, Hässlichen und Guten. Ja, denn hier geht's nicht um Geld machen auf Ihre Kosten, sondern das ist der einzige Ort des Wahren und Guten für Sie. Und das ist automatisch das Wahre, Hässliche und Gute. Denn überall, wo es schick ist, steckt das Geld drin, das auf ihre Kosten gemacht wurde und wo sie erst abgezockt wurden. Und ja, wie gesagt, nur in der Geldlosigkeit liegt die Unkorrumpierbarkeit. Und wir sind eben absolut unkorrumpierbar und wir beraten ja die Partei des Gemeinwohls und helfen ihr. Ja, und sofort mitsprechen. Hier können Sie dann sich weiterklicken, eben zum Samstag, können und mit immer mit uns mitreden und mitsprechen. Ja, und Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, der Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach. Der Grundgedanke ist der, ich zeige das nochmal kurz hier. Die Marktwirtschaft, die Erfindung der Marktwirtschaft hat dazu geführt, dass also die Menschen, die sich irren und die mit ihren Irrtümern ihr Leben zerstören, dass die größeren Profite machen. Weil wer unser Leben zerstört, unser Lebensglück uns raubt, der wird belohnt in der Marktwirtschaft durch maximale Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht der Opfer sozusagen. Wir werden alle verwandelt von der Marktwirtschaft in den einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, shoppingsüchtigen Single. Und da ist die Marktwirtschaft extrem erfolgreich. Sie zerstört das gesamte Sozialleben, das sozial glückliche Leben. Und genau wer solche Irrtümer im Kopf hat, wird fürstlich belohnt in der Marktwirtschaft und die wahrheitsorientierten Dinge sterben aus in der Marktwirtschaft. Das Wahre und Gute ist immer vom Aussterben bedroht.
weswegen es das Wahre und Gute auch nur in der Form des wahren Hässlichen und Guten gibt, weil da nämlich kein Geld ist. Während das Geld ist hier bei dem, was ihr Leben zerstört. Und die Gemeinwohlökonomie, die Grundformel lautet der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, der weltberühmten Gemeinwohlökonomie. Und da können Sie ja hier dann auch im ZDF, können Sie ja hier so die ZDF-Sendung mal reinschauen, wo eben über Gemeinwohlökonomie gesprochen wurde, ja, von dem Europäischen Parlament und so. Von da habe ich jetzt keine Videos von den Gesprächen, die dort geführt werden über Gemeinwohlökonomie. Angeblich hat sich auch Robert Habeck von den Grünen einen Spezialisten für Gemeinwohlökonomie in sein Team geholt. Die Grundidee der Gemeinwohlökonomien und der Gemeinwohlwirtschaft allgemein, aber erstmal der Gemeinwohlökonomie, ist also diejenige, dass also sozusagen diejenigen, die jetzt wirtschaftliche Vorteile haben, weil gerade weil sie die Erde und die Menschen zerstören und quasi ja Raubbau an Mensch und Erde betreiben, und dadurch sozusagen viel Profit machen können, die immer vom Aussterben bedroht sind, die kriegen jetzt also Steuervorteile und alle möglichen anderen finanziellen Vorteile. Allgemein in der Gemeinwohlwirtschaft sprechen wir da von Verdienstzuschüssen. Es ist aber egal, ob Sie von Steuervorteilen, Verdienstzuschüssen oder anderen Dingen sprechen. Auf jeden Fall sind es finanzielle Vorteile, die Unternehmen bekommen, die uns Gutes tun und die wahrheitsorientiert sind und die Profite machen auf Kosten von Mensch und Umwelt und Erde und so weiter, die werden steuerlich benachteiligt oder finanziell benachteiligt, also deren Verdienstzuschüsse werden reduziert, die werden quasi gerückt in die Aussterbensposition und die wahrheitsorientierten Unternehmen werden gerückt in die Erfolgssituation, in die sozusagen erfolgreiche, sich ausbreiten könnende Position in der Gemeinwohlwirtschaft, und dadurch wird die Erde in ein Paradies auf Erden umgewandelt, während sie durch die Marktwirtschaft in eine Hölle auf Erden, immer mehr in Richtung einer Hölle auf Erden umgewandelt wird. Ja? Also in einen Schrecken ohne Ende, in ein Leiden ohne Ende umgewandelt wird. Das ist die Grundidee der Marktwirtschaft. Aber lesen Sie sich ruhig ein, aber machen Sie sich also als erstes klar, ich meine, Sie können natürlich dann als Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete können Sie Ihr Geld behalten, das interessiert uns nicht. Die Partei selbst arbeitet geldlos und darf kein Geld von außen annehmen und hat lauter Mechanismen, dass es hier nicht zu einer Unterwanderung der Partei kommen kann. Also dieser Wandel, den Sie kennen, dass also die Grünen, der einst letztendlich eine marktwirtschaftskritische Partei waren und jetzt eine marktwirtschaftshörige Partei geworden sind, durch die Geldflüsse, die wahrscheinlich auch von den ganzen Konzernen Richtung Grüne geflossen sind, ja. Diese ganze schleichende Freundschaftsbildung durch kleine Geschenke, sozusagen, also diese also noch einmal ganz kurz zur Theorie, also die, wo haben wir's? Hier ist es. Die Diktatur der Sparten ist so, dass die verschiedenen Sparten der Gesellschaft, die Sozialsparten, die ja auch die Grünen ganz stark unterwandert haben, die Gesundheitsbehörden, Finanzwaffen, Finanzamt, Waffen, Alkohol, Tabaksparten. Hier sind nur ganz wenige Sparten genannt. Hier haben wir, glaube ich, noch, wo haben wir ein paar mehr Namen der Sparten, also hier Sozial-, Weltsozialsparten, Nahrungs-, Gesundheitswaffen, Alkohol-, Tabak-, Zuckersparten, Behördensparten, Arbeitsamtsparten und so weiter. Also all diese Sparten der Gesellschaft,
In der Marktwirtschaft werden die automatisch zu einer Diktatur der Sparten. Und dann haben wir hier nochmal, also hier die Sparten, und von denen sickert so allmählich immer Geld in Richtung Parteien und Politiker über Lobbyisten und so weiter, in Richtung Spielfilmemacher, Product Placement und so weiter, Richtung über Werbespots und Werbung, Richtung Journalisten und über Drittmittel in Richtung Universitäten und macht aus den Universitäten pseudowissenschaftliche Veranstaltungsräume sozusagen. Und so fließen, da finden sich dann irgendwann die vorteilbringenden Irrtümer der Frühhändler, Frühärzte und der daraus sich evoluiert habenden vielfältigen Sparten der Gesellschaft, all die vorteilbringenden Irrtümer, die ihr Leben zerstören und einer Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung unterziehen, diese finden sich dann identisch, die Summe aller vorteilbringenden Irrtümer aller Sparten der Gesellschaft findet sich in den Köpfen, gleichgeschaltet in den Köpfen der Journalisten, der Universitäten, der Spielfilme, die Moral von den Spielfilmen ist entsprechend in den Köpfen der Politiker, in den Köpfen der Parteien. Und das muss natürlich in der Partei des Gemeinwohls natürlich entsprechend verhindert werden. Und da gibt es natürlich die entsprechenden Sicherheitsmechanismen. Wir haben da einen ethisch-moralischen Aufsichtsrat. Wir haben alle möglichen Sicherheitsmechanismen. Aber Sie als Bundestagsabgeordnete, zukünftige Bundestags- und Landtagsabgeordnete und so weiter, behalten natürlich Ihre Gelder. Sie können da also gut verdienen, werden also dann auch belohnt finanziell für ihr Engagement. Aber politisch ist es ganz klar, dass wir uns nur nach repräsentativen Wählerstichproben richten. Das Parteiprogramm kann nur verändert werden durch repräsentative Wählerstichproben, zum Beispiel bei Allensbach und so weiter. Und ja, lesen Sie das alles und ja, schauen Sie sich das alles an. Wie gesagt, diese Partei wird ja beraten von Weltrat und Next Scientists for Future. Das finden Sie ja auch alles in der Linkliste. Ja, hier, wo ist es denn? Hier zum Beispiel ist unsere Homepage von Next Scientists for Future beziehungsweise Weltrat. Ja, also herzlich eingeladen, bei der ersten guten, menschenfreundlichen Partei der Erde mitzumachen. Vielleicht noch ein Satz. Das ist sinnbildlicht eigentlich die ganze Gemeinwohlwirtschaft. Endlich wird der Supermarktleiter belohnt, je gesünder wir Kunden uns entwickeln. Das heißt, wir kriegen eine Beendigung von Fungiziden, Pestiziden, Konservierungsstoffen, Aromastoffen, Chemie, dieses ganze Chemielabor, in dem mittlerweile Nahrung für uns giftig hergestellt wird, aber billig, eben super billig, mit Chemikalien hergestellt wird, was sich alles für uns als Krankheitstreiber erwiesen hat. All dieser dieser Nahrungssondermüll wird aufhören und wir werden, also quasi der Supermarktleiter wird zu unserem Gesundheits-, Glücks- und Langlebigkeitsförderer. Das ist Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaft und so weiter, ja? Also, tschüssi, bis bald. Melden Sie sich herzlich eingeladen. Hier ist die Telefonnummer. Da können Sie sich direkt bei uns hier melden. Gell? Tschüssi, bis bald.